Was darf es denn sein? Ja, sauer. Johannes. Ich hätte gerne einmal das Körnige vorne. Und das hier? Darf hier das hier? Ja. Ja? Süß. Okay, schön. Bitte schön. Das reicht. Der Tag beginnt früh. 7 Uhr bei der Tafel in Oberhausen. Die Tagesbesprechung steht an. Wer fährt mit wem auf welchem Wagen? Welche Touren müssen abgedeckt werden? Dann noch einen letzten Schluck Kaffee. So, wir werden jetzt unseren Wagen beladen. Ludger, Klaus, kommt ihr dann? Und ran an die Kisten. Werner Gallmeister ist einer von über 100 Ehrenamtlichen. Mit 2 Kollegen kümmert sich der ehemalige Schulleiter darum, Lebensmittel bei Supermärkten abzuholen. Seit Anfang 2019 engagiert er sich für die Oberhausener Tafel. Wir haben uns letztes Jahr im Oktober hier bei der Tafel informiert, ob wir da Möglichkeiten hätten. Wir heißt also mein Freund, den ihr vorhin auch gesehen habt, und unsere Frauen auch. Die Abholung der Lebensmittel erfolgt immer nach dem gleichen Prinzip. Werner fährt den Wagen und ist für das Einladen der Kisten zuständig. 2 andere Mitarbeiter sagen im Markt Bescheid und sortieren die Lebensmittel. So, die Stützen muss ich jeweils so hinstellen, damit die Kisten während der Fahrt sich nicht bewegen oder eventuell umkippen. Sonst müssen wir die ganze Ware nachher im Wagen zusammensuchen und wieder in die Kisten neu einpacken. Lebensmittel werden oft anhand von Äußerlichkeiten bewertet. Dabei sind die meisten davon noch genießbar. Hier in der Ausgabehalle können gleich Hartz-IV-Empfänger und Flüchtlinge, aber auch ältere Menschen mit geringer Rente oder Alleinerziehende für 2 Euro einkaufen. Simone Vidura nimmt seit 16 Jahren das Angebot der Tafel wahr. Dadurch konnte sie immer ihren Sohn versorgen. Wir haben ja alle die Lebenssituation und haben keine Lebensmittel mehr. Und da ist man froh, dass man die Tafel hier hat. Beim nächsten Supermarkt angekommen. Manchmal ist einfach Geduld gefragt. Die Zeit nutzen Werner und Ludger, um weitere Absprachen zu treffen. Aber Werner ist die Ruhe selbst. In einigen Geschäften dauert es länger, weil die Mitarbeiter ja auch etwas zu tun haben. Die stehen ja nicht da rum und warten auf uns, sondern die sind dabei, Regale einzuräumen oder Ware auszusortieren. Und die müssen dann von ihrer derzeitigen Arbeit lassen und dann mit uns ins Lager gehen und uns die Türen aufmachen. Also es ist schon eine Unterbrechung in deren ganz normalen Arbeitsprozess. Ja, hallo. Ist nichts, oder? Doch, es dauert eben. Und weiter geht's. Neben Obst und Gemüse ist die Vielfalt an Produkten groß. Kaffee ist auch schon mal dabei. Manchmal sind auch noch Getränke dabei, also Wasserflaschen, Colaflaschen, sonst irgendetwas. Der Wagen füllt sich immer mehr. Auf zum nächsten. Bei Obst und Gemüse ist es vielfach so, dass die Lebensmittel wirklich noch sehr gut sind. Nur weil bei einer Banane beispielsweise einige braune Stippen auf der Schale drauf sind, heißt das nicht, dass die Banane deswegen von innen matschig ist. Hallo. Hallo. Ich hätte gerne einmal bitte Suppengemüse. Schön. Und einmal bitte Frühlingszwiebeln. So, bitte schön. Dankeschön. Hast du einen Blumenkohl da, Sandra, bitte? Hier kennt man sich. Es geht einfach so freundschaftlich und persönlich zu. Einer reicht, danke. Pitchkohl, Chinakohl. Die Auswahl ist größer, als man denkt. Eieiei, Feldsalat. Auch nicht. Die Oberhausener Tafel. Es ist 11.30 Uhr, die letzte Station, eine Wurstfabrik. Ja, in diesem Geschäft bekommen wir keine Ware. Entweder ist die Ware noch nicht abgeschrieben oder sie haben keine Ware aussortiert, sodass wir dann unverrichteter Dinge weiterfahren müssen. Ich sehe das als sehr, sehr sinnvolle Aufgabe an, für die Menschen etwas zu tun, die also nicht auf der Sonnenseite des Lebens leben und die Schwierigkeiten haben, ihren Lebensunterhalt tagtäglich zu verdienen oder zu bestreiten. Zurück auf dem Gelände der Tafel. Jetzt müssen alle Lebensmittel ausgeladen werden. Man merkt, hier walten Automatismen.
Jeder weiß, was er zu tun hat. Alle packen gemeinsam an. Ja. Wieder Obst und Gemüse. Reicht, nicht höher. Im Lager werden die Lebensmittel nun sortiert. Ulrike Schwarz erklärt die Vorgehensweise. Alles, was irgendwo nicht mehr essbar erscheint oder was auch nicht appetitlich sieht, wird aussortiert. Wir haben eben solche Sachen, die sind jetzt halt eben reif, das kann man noch essen. Solche Sachen werden auch noch gegessen, wenn mal kleinere Druckstellen sind oder was, das können die Kunden sich dann auch gerne abschneiden. Es dürfen auch mittlerweile Sachen ausgegeben werden, die den Lebensmittel-MAD noch ein oder zwei Tage überschritten haben, weil man ja eben weiß, der MAD ist halt nicht, dass die Ware verdorben ist. Das kennt man selber nicht. Gib mir mal ein paar Mandarinen für mein Enkelkind, der freut sich. Ich habe wieder so kleine Hände, ich kriege da nie wieder nicht voll. Ich habe die ganze Jahr heute Mandarinen, Apfelsinen, ich kriege dann Albträume davon. Ich danke dir. Auch bei der Ausgabe ist Werner mit dabei. Meine Aufgabe ist es jetzt hier, das Brot rauszugeben an die Kunden. Das heißt, sie kommen hier ja vorbei und zeigen dann darauf, welches Brot sie haben möchten. Und ich reiche ihnen das und dann packen sie das in ihre Taschen rein. Ich muss das vielleicht alles nur noch aussortieren, weil ich lasse mich dann ausläuft oder so. Schon gute Beute. Also, mein Sohn freut sich. Dankeschön. Für heute hat Werner Feierabend und Simone Widura. So hat man dann immer einen krönenden Abschluss, dass es immer was an Lebensmitteln zu Hause ist, wenn es mal wirklich knapp ist. Günstig einkaufen. Na? Für die nächsten zwei Tage ist der Kühlschrank wieder gefüllt. Dank der Tafel geht sie nun mit vollen Einkaufstaschen nach Hause zu ihrer Familie.